Hallo Leute, willkommen zurück. So, da jetzt dieser Golem, der ist so lahm. Und ich wollte euch das jetzt nicht antun, aber ich werde euch das einfach mal zeigen. Einmal mit den rechts, links. Dann seht ihr, warum ich das rausgeschnitten habe, also warum ich das nicht aufgenommen habe, weil es dauert einfach so ewig lange. Das viermal. Was soll man da groß erzählen, außer Stampf, Stampf und so. Aua, ich klebe am Stuhl fest. Ach ja. Naja. Und es dauert 10.000 Jahre. Mach hin. Also ihr könnt das dann natürlich überspringen. Oder ihr lasst es. Doch man kann das hier einfach nicht überspringen. Ich habe schon so viel probiert und das geht einfach nicht. Ach ja. Dankeschön. Okay. Juhu, super tralala. So, jetzt habt ihr es gesehen. Jetzt können wir wenigstens weitermachen. Juhu. So. Wir laufen dann mal diese ewig langen, fiesen Gänge entlang. In alle Richtungen. Ich gehe erstmal hier lang. Ich will ja wissen, was es hier so alles gibt. Hey, was ist das? Ein Medaillon. Was ist hier? Okay. Nee, noch nicht. Lasst uns doch erstmal dieses Apartment, wollte ich gerade sagen. Lasst uns dieses Apartment checken, was unter der Erde ist. Yay. Yes, yes. Oh, ich habe mir das angewöhnt. Das ist schrecklich. Ich muss mir das gewöhnen. Nein. Lieber nicht. Man sieht Flammen aus anderen Welten. Flammen von hinter der Wand. Magist Medaillon. Heavy. Oh, wir sind wieder draußen. Im Garten. Und Lavendel. Was ist hier? Riecht wie verbranntes Fleisch. Ein wahrhaft schrecklicher Geruch. Sie müssen ein Tierkadaver kochen. Nochmal. Warte einen Moment, hier drin bewegt sich noch etwas. Es wird am lebendigen Leib gekocht und da es so geschrien hat, wird es kein Hummer sein. Obwohl schreien Hummer, wenn man sie kocht? Hm. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich habe noch nie Hummer gegessen. Warum eigentlich nicht? Ach ja, weil es brutal ist. Aber ich koche gleich diesen Hund, wenn er mir nicht endlich mal hinterherläuft, ununterbrochen. Noch mehr Sind die nicht eigentlich schon ausgestorben? Sogar der Hund guckt! Wie lustig! Na los, komm mit. Wir haben doch nicht den ganzen Tag Zeit. Na, eigentlich schon, aber man muss es ja nur nicht unnötig provozieren, ne? Ah! Die Bücherei. Oh, da kann ich speichern. Ich habe lange nicht mehr gespeichert. Aus der Grubenhaus. Yeah. Was? Ich bin schon seit 2 Stunden und 46 Minuten. Bitte was? So, wie war denn das? Ich muss Bücher sammeln. Da ist ein Buch auf dem Tisch. Geheimnis des Doms. Doms, was auch immer. Dom. Ein dummer Dom. Ja, mein Name ist Fiona. Ich arbeite hier in dieser Bibliothek. Und die Leute, die sind so bescheuert, die schmeißen immer die ganze Sache hier durch die Gegend und ich muss das alles aufräumen. Jetzt habe ich es nicht gelesen, was da steht. Egal. Ich lese es gleich vor. Das ganze Buch. Ja, das ist jetzt eine Vorlesung über... Scheiße, warum bellst du? Hä? Wie war denn das jetzt? Moment. Ein Buch fehlt mir. Nikolai Flamel. Warum steht da nicht gleich Nicolas Flamel?
Fucanelli, Agrippa, Nikolai Flamel. Buch der Weisen, so stellt man den Stein der Weisen her. Oh. Naja, ich meine, passen würde es ja. Ich meine, es gibt ja hier auch so eine komischen schreienden Pflanzen. Also warum nicht auch das? Weil es mir ernsthaft. Was ist das? Antimonröhre oder so. Fucanelli, davon habe ich doch eins. Oder? Fucanelli! Das ist Agrippa, aber ist egal. Fucanelli! Führ es ein, Fiona, führ es ein! Okay, es sitzt und passt und hat Luft. Ne, aber jetzt mal ernsthaft. Wo ist denn das letzte Buch? Ich bin verwirrt. Oder ist hier noch eins drauf? Nö. Buch, letztes Buch. Wo ist das eigentlich? Wo bist du? Hier hat gerade was gestöhnt, das ist unheimlich. So, was fehlt hier? Agrippa, das habe ich auch noch. Aua. Benutzen. Fantastimusho. Trotzdem fehlte mir noch eine Buche. Wo ist denn diese eine Buche? Wo kann sein das? Ich bin verwirrt. Vielleicht ist es ja irgendwo. Ach, das gibt's doch nicht. Wo ist denn das jetzt? Such, Heli, such! Such das blöde Buch! Ey Leute, jetzt ernsthaft, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich bin gerade total überfordert schon wieder. Ist es nicht da? Ach nee, das habe ich ja verschoben, das geht ja dann gar nicht. Ey, good boy. Was versuchst du, der Hund? Aber was muss ich überhaupt noch verschieben? Ach, sind denn... okay, ich bin doof. Ich nehme alles zurück. Alles perfekt. Das Spiel ist so toll. Ich war eigentlich auf 4 Bücher aus. Na gut. Flitz, flitz. Stopp. Good boy. Warte hier, ich bin sofort wieder da. Mir wird bestimmt auch nichts passieren. Ich gehe in den dunklen Raum hier. Dieses Regal ist voll mit alten Büchern vollgepackt, die nach Jahren der Unbenutzten ihre... Nach Jahren der Unbenutzung ihre Farbe verloren haben. So. Die Mehrzahl der Schriftstücke hier sind alte Pergamentrollen. Aber zu den Puppen sagst du natürlich nichts. Warum auch? Ist ja unwichtig. Eine Leinwand. Hatte jemand vor kurzem Filme angesehen? Ja, Pornos. Das ist so eine Schriftrolle. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist ein Film zu abspielen. Muss ich mir den ernsthaft holen? Muss ich das machen? Wenn ja, ist das voll ätzend. Aber ich glaube eigentlich nicht. Doch, natürlich. Ich brauche die Kombination. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Egal. Nochmal den ganzen Weg zurück. Ich könnte kotzen. Ein Dreieck kotzen. Tut mir jetzt echt leid, Leute. Da habe ich einmal nicht aufgepasst und schön ist das alles hier ätzend. Vor einer Lakenfilm, warum hat sie nicht einfach den genommen? Die drei heißen Nonnen von nebenan machen es sich gegenseitig Teil 96. Ihr habt das nicht gehört. Ignoriert es einfach, okay? Ach, ist das doof. Hör auf, dich ständig hinzusetzen, du Hund. Du Hund. So. Fantastico Muchos. Oder so. Muchos gracias und so. Ach, ist das nicht schön. Jetzt müssen wir nochmal hier rein. Komm doch einfach mit. So. Dann setz mal dieses. Was war das für ein Geräusch? Setz es ab, danke. Ach, auf zu knurren. Ich
brauche diesen Luminisanten. Da ist der Luminisant. Na, kommt Dings auch gleich, wenn wir schon mal hier sind. Oh, verdammt. Okay, das war knapp. Aber es hat funktioniert. Na, komm schon. Komm schon. Du Lumini. Du Lumini, Lumini, Lumi, Lumi, Lumi. Dankeschön. So, eine Filmrolle. Wie gesagt, da lag eine. Aber die ist ja langweilig. Oder so. Come on. Oh, bevor mir die Alte hier wieder Stress macht, gehe ich lieber wieder. Ha, 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 ha. Ich stelle mir gerade vor, wie sie da überall langläuft und mich verzweifelt sucht. Wo ist sie hin? Oh nein! Ich hänge fest an einem Stein. Ob das der Stein der Weisen ist? Ah, scheiße doof. Ach ja. Ich glaube da lang. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Was hat hier gerade gestöhnt? Das hat sich angehört wie ein Zombie. Ist das hier richtig? Das ist doch falsch. Das ist absolut falsch. Nee, ist richtig. Okay. Ich nehme alles zurück. Die komischen hässlichen Kackfische, geht weg. Ihr seid ekelig. Okay. Ihr habt nichts gesehen. Das ist alles gar nicht passiert. Aua. Und hopp und hopp. So, ich habe jetzt einen Film. Jetzt guck ihn dir auch an, du Ding. Du Dingsfrau. Ich wurde beim Dings gefilmt? Beim Umziehen? Schweinerei. So habe ich mich da gar nicht durchbewegt. So. Interessant. Ich wurde gefilmt. What is this? I was being filmed. Das habe ich gerade eben schon erwähnt. Who's there? Na wer wohl? Das erkenne sogar ich. Fiona, du bist so blond. Ich glaube, ich hätte mir meine Haare auch lila färben, dann passt es wenigstens. Essence of life, of life, of woman. Tschüss. Warum rennst du nach da? Eine Frau. So, das mache ich jetzt für den Rest des Let's Plays. Wenn man will. Ein Dofer. Nicht mich.
Nein, nein, nein! Was machst du denn? Ja, genau. Das war jetzt aber allerkleinste Schote, würde ich gerade sagen. Eigentlich dürfte sie mich jetzt nicht mehr verfolgen. Eigentlich. Nö, tut sie auch nicht. Da unten, ey, nee, da geh ich nicht rein. Das kannst du aber schön alleine machen, eine blöde Kuh. So. Nachher sind da wieder diese komischen Viecher. Und du sollst doch darüber. Tschu! Ich will auch so ein Zimmer. Okay. Und weiter geht's. Im Spinat. Bäh, ich hasse Spinat. Boah, ist mir zu gesund. Will ich nicht, mag ich nicht, brauche ich nicht. Eine Krankin, sie mehr. Lavendel. Sie halten Lavendel. Brauen Sie sich einen Tee. Hier finden Sie das Wasser dazu. Jetzt habe ich das wieder nicht vorgelesen. Was macht sie denn da? Also manchmal lässt sie sich echt scheiße steuern. Das muss man ja mal... Oh, ich dachte gerade. Sind wir überhaupt noch in der komischen Villa? Bei seinem Schloss? Gehört das noch dazu? Kabusch! Es sind Bücher auf dem Tisch aufgereiht. Sie scheinen sich von komplexen Formen... sich um perfekte... So. Aber sie reichen weit über meine Verständnisebene hinaus. Denn ich bin blond und ich weiß nicht mehr, was 1 plus 1 ist. Was ist das? Synthesizer. Durch Trennung des Halbstückes aus Platin und dessen anschließender Synthese mit dem geheiligten Weiß ist eine neue spirituelle durchdrungende Substanz geboren. Der Pfad, den du begehst, ist so gefährlich. Wenn du jedoch nicht willst, dass das geheiligte Weiß besudelt wird, dann solltest du den großen Prozess hier aufgeben. Jetzt bitte auf Deutsch, damit ich es auch verstehe. Ein Synthesizer? Ich dachte, das hat was mit Musik zu tun oder so. Er steht in diesem dunklen, gruseligen Korridor und sieht aus wie ein Gerät eines verrückten Wissenschaftlers. Gott, ich vermisse zu Hause. Oh, hier kann ich speichern. Und das ist doch der perfekte Zeitpunkt, diesen Part zu beenden. Good boy. Ja, finde ich auch. Danke, Fiona, für die Unterstützung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis bald.